Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was wäre wenn? Heute mit dem Verein Juventus Turin, aber heute will ich es mal nicht so nennen, dass wir sagen, was wäre, wenn Juventus Turin seine Stars behalten hätte, sondern heute einfach mal, was wäre, wenn Juventus Turin den ein oder anderen Spieler, den sie hier jetzt verkauft haben, behalten hätte. Wie könnte so eine Top-Mannschaft dann aussehen heute? Und diesmal mache ich es nicht so, dass ich dieses Top-Team dann hier vorstelle. Ich habe es ja immer so gemacht, das Top-Team, was von den FIFA-Werten her das beste Team wäre, wenn ein Verein alle Spieler, die er halt in der Zwischenzeit schon verkauft hat, behalten hätte. Bei Juventus Turin ist es einfach ein Verein, der von Stars bestückt ist und da würde ich euch mal wirklich diese Sache überlassen und würde mir gerne angucken, was ihr da für Teams euch basteln würdet, wenn ihr die Spieler hier noch behalten dürftet. Welche Spieler würdet ihr ins Team übernehmen? Wie würde eure Top 11 von Juventus Turin aussehen, wenn diese Spieler eben noch im Verein wären? Wir fangen einfach mal an, und zwar in der Abwehr geht's los mit Molinaro. Okay, er ist jetzt kein Top-Spieler, aber auch er hat sich zwischenzeitlich wieder auch in der Nationalmannschaft hin und wieder mal beworben und spielt eigentlich ganz souverän bei Turin. Dann haben wir einen Innenverteidiger, der sogar ein Team of the Season bekommen hat. Und zwar Kriziito, eigentlich Linksverteidiger. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch in der Saison sehr oft in der Innenverteidigung gespielt hat. Auf jeden Fall, die Karte sieht sehr stark aus. Ich muss sagen, in der russischen Liga habe ich die Spiele von Zenit St. Petersburg und generell die Spiele nicht so verfolgt. Deswegen kann ich euch da kein Feedback geben. Auf jeden Fall, ja, Kriziito, 88er Rating hier bei FIFA, ist jetzt auch nicht die optimale Karte für FIFA, dadurch, dass er einfach Angriff hoch hat und Verteidigung mittel. Aber darum geht es ja hier nicht. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den Juventus Turin eben schon relativ früh verkauft hat. Da ist er gerade, glaube ich, erst aus der Jugend rausgekommen. Wir haben hier noch einen Ogbonna, den haben sie sich damals gekauft, als Hoffnungsträger. Hat es dann nicht ganz so geschafft, hat nicht ganz so in das Defensiv-Bollwerk von Juventus Turin reingepasst und konnte sich einfach nicht durchsetzen. Aber Ogbonna eigentlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Innenverteidiger und auch ein Spieler, den Juventus Turin dann irgendwann einfach abgegeben hat. Es gibt sowieso viele, viele Spieler. Juventus Turin hat enorm viele Spieler, die sie verliehen haben. Ich glaube, sie haben auch jetzt wieder schon Transfers von 60 Spielern, die schon alleine, wo alleine wahrscheinlich schon 50 Spieler aus Laien zurückkehren. Und da sind einige potenzielle Spieler dabei. Wir gehen hier einfach mal weiter mit Pogba, den Hammer-Transfer des letzten Sommer. Für über 100 Millionen Euro ging dieser Paul Pogba dann zu Manchester United. Es wurde ein riesen Tamtam gemacht um den Transfer. Und Juventus Turin kann sich wahrscheinlich dann doch glücklich schätzen, dass sie den Pogba verkauft haben. Sie haben eine Mega-Saison gespielt, kamen ins Champions-League-Finale, haben sonst eben Pokal und Meisterschaft geholt und haben dann noch 100 Millionen Euro für einen Spieler, den sie ablösefrei verkauft haben, erhalten. Und Pogba hat dieses Jahr keine so gute Saison gespielt. Dennoch ist Pogba ein Spieler, der wirklich enormes Potenzial immer noch hat und wirklich ein erstklassiger Spieler, der einiges noch zeigen kann und ich gehe auch davon aus, dass er noch zeigen wird. Auf jeden Fall jetzt für die aktuelle Situation war es auch gut, dass Juve ihn verkauft hat. Trotzdem wäre er wahrscheinlich bei Juventus Turin stärker gewesen, wie er jetzt bei Manchester United war. Gut, wir machen weiter. Jovinko, ein Spieler, der jahrelang bei Juventus Turin geblieben ist, obwohl er sich eigentlich nie wirklich durchsetzen konnte oder die Trainer nie wirklich auf Jovinko gesetzt haben. Meiner Meinung nach ist Jovinko einfach ein Spieler gewesen, der hat nicht gepasst zu Juventus Turin und der hätte einfach mal viel, viel früher zu einem anderen Verein in Europa wechseln sollen. Wenn man jetzt mal sieht, was der in Toronto, so in der USA da wirklich abliefert, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was der da für, teilweise da wirklich, was für Shows er da teilweise uns präsentiert, was er da für Tore schießt, was er für, wie dribbelstark er einfach ist. Also einfach absoluter Wahnsinn, einer meiner Lieblingsspieler, absolut. Wenn ich da mir die Spiele manchmal angucke, bin ich wirklich begeistert von diesem Jovinko. Auch früher habe ich ihn immer sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zugesehen und habe mich immer gefreut, wenn er eingewechselt wurde. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler, meiner Meinung nach. Hat sich halt leider nie in Europa wirklich durchgesetzt, wahrscheinlich aber auch, weil er eben nicht zu einem anderen Verein gewechselt ist. Jetzt haben wir einen Spieler, der wirklich enorm wichtig war, als er bei Juventus Turin gespielt hat und meiner Meinung nach auch sehr wichtig für Bayern München ist, vor allem wenn es in den internationalen Spielen heiß zur Sache geht.
dann ist Vidal wieder absolut dabei. Dann bei den wichtigen Spielen da zeigt er wieder seine absolute Klasse. Da ist er auch wirklich voll da. Man merkt wirklich, dass Vidal weiß, wann es wichtig ist, wann man alles auch, aus sich rausholen muss. Und Vidal hat hier auch eine Team of the Season Karte, glaube ich, bekommen. Oder ist eine Man of the Match, weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine enorm starke Karte. Und ja, er ist einfach ein Arbeitstier. Sieht man auch hier bei FIFA, der auch die Arbeitsrate hoch hoch. Und das spiegelt auch das, was er wirklich im echten Leben auf dem Platz zeigt. Wir gehen weiter nach vorne. Jetzt haben wir als rechter Flügelspieler einer der italienischen Hoffnungsspieler auch heute noch. Er war leider jetzt fast ein ganzes Jahr verletzt, hat aber davor und auch jetzt danach wieder genau das gezeigt, was er kann. Ich frage mich bis heute einerseits, warum Juve ihn nie dann, nachdem er wirklich nach Sassuolo so lange verliehen war, nicht nochmal zurückgeholt hat oder einfach ihm dann halt nochmal einen Leihvertrag an Sassuolo gegeben hat. Das war wirklich so die Frage, die ich mir damals gestellt habe. Allerdings muss man auch sagen, auch er passt wieder nicht ganz ins Juve-System. Aber wenn man den anderen Flügelspieler, den wir ihr gleich noch sehen werdet, da zusammen bei Juve gehalten hätte, hätte man auf jeden Fall sehr, sehr starke Flügelspieler gehabt. Trotzdem Juventus Turin, wer das System von Juventus Turin kennt, der weiß, die spielen ohne Flügelspieler, die spielen mit zwei Außenverteidiger, haben halt ein ganz anderes System, haben ein sehr starkes System, wo sie auch wirklich absolut eingespielt sind, wo sie wirklich ja, absolut darauf setzen und deshalb ist einfach kein Platz für einen Berardi, der passt dann auch einfach wieder nicht ins System rein, auch wenn er wahrscheinlich, ja, gut, einer der Top-Talente in Italien ist, wahrscheinlich, ja. Werden wir noch viel von Berardi hören? Auf jeden Fall ist er ein Spieler mit enorm viel Potenzial und er hat es auch immer wieder gezeigt und ist ein absoluter Führungsspieler auch bei Sassuolo, auch wenn er dieses Jahr halt überwiegend verletzt war. Jetzt haben wir einen Stürmer, wo selbst ich nicht mehr dran gedacht hatte, dass Ciro Immobile auch mal bei Juventus Turin, beziehungsweise sogar von der Jugend, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, von der Jugend von Juventus Turin kam. Ja, mit 18 Jahren habe ich ihn auf jeden Fall. Habe ich schon gesehen, hat er mit 18 Jahren noch bei Juventus Turin gespielt, auch mit 19 Jahren. Danach ist er, glaube ich, das erste Mal gewechselt. Auf jeden Fall Immobile dieses Jahr mit einer bärenstarken Saison hat eine enorm starke Karte hier bekommen und er, ja, war ebenfalls mal Spieler von Juventus Turin, hat dann irgendwann beim FC Turin gespielt, also beim großen Rivalen oder einer der Rivalen. Juve hat ja auch den ein oder anderen Rivalen. Auf jeden Fall hat er dann bei Turin das erste Mal wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Danach gab es ein paar oder zwei unglückliche Wechsel, bis er bei Lazio jetzt wirklich wieder in Form kam und hier diese Saison wieder gezeigt hat, was er kann. Auch in der Nationalmannschaft aktuell sehr, sehr stark. Auf jeden Fall Ciro Immobile. Ja, der nächste Spieler, Kingsley Coman, der aktuell bei Bayern München unter Vertrag ist, der 2 Jahre an Bayern München verliehen wurde und dann auch fest verpflichtet wurde im Endeffekt. Auch für Juve im Endeffekt wieder ein, ja, ein Spieler, womit sie Profit gemacht haben, aber wenn man mal sieht, was Kingsley Coman für ein Potenzial hat, was wirklich in diesem Spieler steckt, dann hätte man auch wirklich deutlich mehr aus ihm rausschlagen können, aber auch bei Juve hätte er wahrscheinlich nicht die Spielpraxis bekommen, die er bekommen muss. Bei Bayern München hatte er sie ein Jahr, jetzt unter Carlos Ancelotti leider nicht mehr, was wirklich sehr, sehr schade eigentlich ist. Ich meine, wer letztes Jahr mal gesehen hat, was Kingsley Coman uns gezeigt hat, auch was er bei Juventus Turin in den wenigen Einsätzen gezeigt hat, ist absolut überragend. Und damals war es sogar noch so, jetzt wenn man sich das hier mal anguckt, hier ist Paul Pogba und Kingsley Coman, zwei sehr, sehr gute Freunde, zwei Spieler, die bei Juventus Turin damals super harmoniert haben. Die beiden wollen auch, wenn man mal so hört, wie das in den Medien öfters mal berichtet wurde. Auf jeden Fall heißt es auch, dass die beiden unbedingt irgendwann mal wieder zusammenspielen wollen in einem Verein und die verstehen sich auch super gut. Kingsley Coman und Pogba ein absolutes Traumduo meiner Meinung nach damals bei Juve, wenn Coman dann irgendwann wieder auf den Platz kam. Meistens halt relativ spät eingewechselt, aber dann hat man oft gesehen, dass die beiden sich ein bisschen durchkombiniert haben. Hat sehr, sehr schön ausgesehen und Kingsley Coman einer meiner absoluten Lieblingsspieler auch. Und da bin ich sehr gespannt, was der jetzt bei Bayern München noch reißen wird. Nächste Saison, wie Carlo Ancelotti ihm die Einsatzzeiten geben wird. Ich hoffe, dass er wirklich mehr bekommt als aktuell. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade, dass er zu so wenig Einsatzzeiten kam. Wir gehen jetzt mal auf die Auswechselbank. Da haben wir noch den einen oder anderen Spieler stehen. Und zwar Morata, der wieder zurück zu Real Madrid
gewechselt ist mit seiner Rückkaufoption, die hat Real Madrid dann genutzt. Jetzt wird er allerdings wahrscheinlich wieder weiterverkauft. Morata fand ich sehr stark, als er bei Juve war. Ein also wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, der auch eigentlich nicht absoluter Stammspieler war, weil einfach vorne drei Spieler standen mit Mandzukic und Dybala, die wirklich mega stark waren, als Morata eben noch im Trikot der alten Dame spielte. Waren das auf jeden Fall die drei Stürmer, die da dort vorne drin waren, und die waren eigentlich alle drei sehr stark. Und Morata hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, und bin ich mal gespannt, wo bei ihm die Reise dahin gehen wird, was sein nächster Verein wird. Wir haben noch Andrea Pirlo, klar, ist aus Altersgründen dann nach oder ja, in die USA gereist, spielt dort jetzt bei New York City. Über ihn braucht man eigentlich nicht mehr zu sprechen, natürlich kein Spieler mehr, der aktuell noch interessant ist für Juventus Turin, aber war auf jeden Fall eine absolute Legende, ist, wie man so gerne sagt, Pirlo ist wie ein guter Wein, je älter er wird, je reifer er wird, je besser wird er quasi. Und jetzt ist allerdings irgendwann mal die Zeit gekommen, wo er wohl jetzt in der USA eben seine Karriere gemütlich beenden wird, und er zeigt auch dort noch sehr, sehr starke Leistungen. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Es ist Sørensen, der nächste Spieler. Den wollte ich einfach mal mit reinholen, weil ich den gefunden habe. Auch selber nicht wusste, dass er mal bei Juventus Turin gespielt hat. Sørensen von FC Köln. Und dann haben wir noch einen Philippe Melo, der jetzt bei Inter Mailand war letzte Saison noch, oder ein halbes Jahr, glaube ich. Er spielt jetzt wieder woanders. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Philippe Melo hat auf jeden Fall auch mal bei Juventus Turin gespielt, war auch eine Zeit lang dann sehr stark in der Türkei eben gewesen. Aber bei Juventus Turin kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie er dort gespielt hat, genauso wie diesen jungen Herrn hier. Ich habe auch nicht gewusst, dass Thiago mal bei Juventus Turin gespielt hat, scheint aber so gewesen zu sein. Ja, spielt aktuell bei Atletico Madrid, und er spielt auch auf jeden Fall nicht schlecht, das ist auf jeden Fall ganz klar. Unauffälliger zentraler Mittelfeldspieler meiner Meinung nach, aber einer, der ja, seinen Job absolut souverän erledigt. Wir haben jetzt noch einen Candreva, auch ein Spieler, der ja, vorletztes Jahr sehr stark war, der auf jeden Fall auch starke Saisons hatte, Nationalspieler ist, rechter Flügel. Braucht man auch nicht viel zu sagen. Ich denke mal, die meisten kennen einen Candreva, eher auch mal bei Juventus Turin, wurde dann aber relativ früh auch verkauft. Ich weiß auch nicht, was der erste Verein war, der Candreva gekauft hat. Auf jeden Fall auch Falke, wusste ich selber ebenfalls nicht, dass der auch von Juventus Turin kam. Spielt aktuell jetzt bei Turin und hätte auch dieses Jahr sehr, sehr oder durchaus eine Team of the Season Karte verdient gehabt. Hat eine sehr überragende Saison gespielt und ja, kam auch von Turin aus. Ist jetzt beim anderen Turin, beim FC Turin, und wir haben jetzt noch einen Carlos Tevez, der natürlich jetzt auch aus Altersgründen natürlich nicht mehr für Juventus Turin geeignet wäre, aber auch eine absolute Maschine damals, als er bei Turin auf Torejagd ging. Das waren auf jeden Fall die Spieler jetzt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, und schreibt mir mal in die Kommentare, wie würdet ihr ein Team aufbauen, wenn ihr diese Spieler hier, die ihr hier gesehen habt, noch in das Team von Juventus Turin mit einbauen könntet. Wie würdet ihr das Team aufbauen? Wie würde es aussehen? Würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.